Wir sind das letzte Mal mitten in Amy's Story hineingerauscht, haben Sonic hier im Casinoviertel getroffen. Wollten ihn dann als Leibwächter für unser kleines Vögelchen haben. Er ist aber lieber davon gerannt, okay. Beim Anblick von Amy. Ich kann es ihm nicht verübeln. Und damit begrüße ich euch aber auch erstmal recht herzlich zurück zu Sonic Adventure DX. Gut, was müssen wir machen? Keine Ahnung. Casinopolis ist wegen Reparaturarbeiten erstmal geschlossen. Tja, wo gehen wir dann hin mit unserem kleinen Vögelchen? Na, wir kommen ja nicht rein. Der Bahnhof aktuell geschlossen. Hätte ich zugehört, hätte ich das wahrscheinlich sogar gehört. Schauen wir mal, ob hier hinten was versteckt war. Nein, ja sein können. Manchmal sind ja hier ganz, ganz hinterlistige Verstecke gewählt von dem Spiel. Ja, da muss man ja mal ganz genau aufpassen. Gut, gehen wir erstmal wieder hier raus. Kann sein, dass jetzt die Sache mit dem Twinkle Park kam. Aber wir haben ja, genau, unser rotes Kügelchen. Ja, genau. Der hier. Und da steht ja auch schon wieder Sonic. Ich liebe diesen Sprung mit dem Hammer von Amy. Sonic ist in Gedanken versunken. Ja, die Situation kennen wir ja. Armer Sonic. Und dann wartet sie aber nicht mehr auf Sonic, sondern rennt halt direkt los. Und wir sind im Twinkle Park, Stage 1 von Amy Rose. Vermeide Zero und erobere den Ballon. Wer ist denn Zero? Vermeide Zero. Ach so! Alles klar, jetzt weiß ich, wer Zero ist. Vermeide Zero und gelang zu dem Ballon. Was bringen mir eigentlich die Schalter hier? Tja, weiß der Fuchs. Ja, genau. Will mir Ringe einsammeln und kassier hart dafür. War das schon wieder Zero? Okay, wir müssen dem Roboter entkommen. Komm, komm, komm. Da bringt mir natürlich diese Kameraführung nicht viel. Ah, stopp! Wir müssten ja hier runter. Wo ist denn der Ballon? Ach so, okay. Wir haben die Tür quasi geöffnet. Sehr gut. Und gelangen damit in einen weiteren Abschnitt der Stage. Oh, geil, Alter. Ich liebe diesen Hammer. Oh, nein. Ach, komm, hör doch. Hör mir doch auf. Was ist das für eine Kameraführung? Die ist ja katastrophal. Ja, ich muss ja doch zwangsläufig dagegen rennen. Das ist ein Blödsinn. Sorry, aber das ist da einfach nur nervig. Das macht das so überhaupt keinen Spaß, wenn du nicht siehst, wo du langläufst. Wenn das Ding jetzt wieder dreht... Es dreht sich wieder! Ja, na klar. Komm. Wo bin ich denn? Boah, ich weiß nicht, ob das gewollt ist so von dem Spiel, dass die Kamera dort so katastrophal ist, dass dann auch noch die Steuerung vor allem verkehrt herum ist. Boah, Heidewitz, geil. Bin ich tot? Nicht der verschissene Ernst. Woher sollte ich das denn wissen, dass dort ein Loch ist? Alter Schwede. Die Stage ist mehr als nur komisch. Mehr als nur komisch ist die. Ah ja, tatsächlich, dort sieht man es auch, dass das eine falsche Plattform ist. Müssen wir quasi aufpassen. Ja, hier müssen wir hoch. Auch das wieder. Eine falsche Plattform.
Oh! Heidewitzka. Nein! Oh, wäre fast wieder schief gegangen. Aber der Roboter verfolgt uns gerade nicht. Bäum. Die Musik macht mich aber auch ein bisschen wahnsinnig. Dieses ruhige, verliebte. Eigentlich ist es gerade jetzt einfach nur super gefährlich. Oh, und wir haben ein Tierchen eingesammelt. Die nächste Tür öffnet sich. Nächster Checkpoint und wir sind wieder draußen. Hier soll das... Okay, der Roboter sieht dich nicht, wenn du dich im Fass versteckst. Alles klar, weiß ich aber Bescheid. Also, wir können uns auch im Fass vor dem Roboter verstecken. Ich sehe nichts. Alter, diese Scheißkamera. Und wir haben den Ballon. Wir haben den Ballon. Boah, war das eine räudige Stage bei Amy. Meine Fresse, ich hoffe, da kommen nicht allzu viele davon. Boah, das war mit eins der schwierigsten Level überhaupt, bin ich der Meinung. Vor allem mit dem Spiegel und der Kameraführung. Das war keine Freude. Twinkle Circuit haben wir dort. Und hier können wir aber auch zurück. Die Frage ist, muss ich Twinkle Circuit machen? Keine Ahnung, wir machen Twinkle Circuit, Subgame, fahren jetzt eine Runde Kart mit Amy. Ja, das kennen wir ja schon von Sonic. Aber ich glaube, das ist halt wirklich nur ein Subgame und machen wir nur zum Spaß jetzt hier. Ach komm, scheiß drauf, wir haben das bereits mit Sonic gemacht, ja. Das lassen wir. Gehen zurück zu Station Square, zurück in den Twinkle Park. Welcome to Twinkle Park. Welcome to Twinkle Park. Aber am Ende müsste uns der Roboter doch trotzdem bekommen. Vor allem fahren wir jetzt allein wieder runter. Wir haben Sonic allein gelassen dort oben. Und sind jetzt wieder allein. Super, Amy. Genau das, was du dir vorgestellt hast. Ey, Sonic kann einem nur leid tun. Oh oh. Tja, da ist er schon wieder. Und jetzt hat er uns. Das ganze Wegrennen hat nichts gebracht. Der Roboter hat uns gefangen. Und damit wissen wir jetzt, wie Amy auf den Egg Carrier gekommen ist. Der Roboter hat sie dort quasi hin verfrachtet. Amy landet sogar in einer Zelle. Eggman hat quasi sogar extra noch ein Gefängnis auf seinem Egg Carrier eingerichtet. Now, calm down. Ach Mensch, das arme Vögelchen, ganz verschreckt. Und hier haben wir Gamma. Hier haben wir Gamma. Und warum beschützt Amy Gamma? Die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Wir haben ja schon zwei oder dreimal Gamma besiegt. Wir müssen jetzt bloß den Grund rausfinden, warum Amy Gamma beschützt. What do you want? Quietly hand over the bird. No, never! Why not? I don't need to tell you anything! You tell me why you want it, now! There's not computer. Meh! Erst du den Roboter verwirrt. No? I know you might hurt us both. Insufficient data. You have feelings for something you know nothing about. Illogical.
Amy. Amy macht den Roboter mit ihrem Gesülze kaputt. Und jetzt? Go, escape. Okay. Deswegen beschützt sie den Roboter. Weil er Amy freigelassen hat. You sure? Frag doch nicht noch so blöd. Geh einfach. Amy, du machst den noch komplett kaputt mit deinem Gesülze. So, können wir jetzt auch uns noch die anderen Zellen öffnen? Tja, bringt uns das was? Wahrscheinlich nicht. Aber warum sind dann die Schalter da? Ah, hier haben wir noch ein Chow-Ei. Okay. Gut zu wissen. Dort ist ein Chow-Ei. Dort wäre eine Tür. Hier ist nichts mehr. Das heißt, hier geht's raus. Ich liebe diesen Hammerschlag. Ich liebe ihn einfach nur. Er geht wieder sehr überzeugt von sich. Bis du genug Punkte hast, okay? Warte mal. Muss ich Sonic oder Eggy treffen? Ich glaube, ich muss... Ah, okay. Ich muss die Sonic-Puppen treffen. Ah, ja. Ich sehe schon. Nein! Ich glaube, ich schaff's nicht. Die sind zu schnell! Yes! Ich habe über 2000 Punkte. War da nicht irgendwie Highscore 2000? Ja, ich wusste es doch. Highscore 2000 Punkte, den musste ich knacken. Also wir mussten halt Sonic und das andere, schätze ich... Ich gehe davon aus, dass das andere nicht Tails war, sondern Super Sonic. Und Amy bekommt... Behold the warrior feather. Now you can do the spin hammer attack. Press Aha. and hold the action button and move the directional pad in a circle. Wir bekommen also sogar ein Item für Amy. Interessant. Ja, geil. Die spin hammer attack. Ja, hab ich. Aber es muss ja auch noch irgendwo rausgehen. Geh zum Hot Shelter und such den Ausgang. Okay. Hot Shelter. Ja, wo ist der Hot Shelter? Ah, so gehen die Türen auf. Und das ist schon der Hot Shelter. Und das ging fix. Vermeide Zero und erobere den Ballon. Natürlich noch so ein Level. Halt den Griff fest. Ach, den hier. Okay. Tür geöffnet. Wir haben ein Schutzschild. Hilft uns das Schutzschild auch gegen Zero? So, einfach hier durchrushen ein bisschen. Bewahr das Gleichgewicht oder du fällst herunter. Wow! Amy, lauf! Um dein Leben! Ah ja, soviel zu dem Thema. Aber ich glaube, Wasser dürfte eigentlich auch für den Roboter gar nicht so geil sein. Weiß nicht, ob der deswegen jetzt gerade hier unten explodiert ist. Na egal, mir soll es egal sein. Achso, wir müssen wieder mal den Schalter drehen. So, soll mir reichen. Hier passen wir durch.
Und hier müssen wir jetzt was machen? Ja, die Kugel wird... Dies muss der Notschalter für die Kanalisation sein, okay. Ah, und so kommen wir auf die andere Seite. Ich verstehe. Ich verstehe. Und wieder haben wir so einen Schalter zum Kurbeln. Müsst ihr in die andere Richtung vielleicht drehen? Hä? Ah, links 1, rechts 3. Alles klar. Vielleicht hätte ich mir das vorher mal anhören sollen. Scheiß drauf, wir haben es trotzdem gelöst. Gut, war jetzt nicht sonderlich schwer, da trotzdem irgendwie das rauszufinden. Oh nein, es kommt der schon wieder. Geh doch hier lang! Amy! Bist du nur behindert? Oh, Glück gehabt. Oh. Kann er springen? Boah. Ey, diese Amy-Level. Die sind kein Zuckerschlecken. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Nächster Checkpoint auf jeden Fall. Gehen wir mal rechts lang. Wir sind im Waschbecken. Okay, wir müssen dort rein. Wir müssen dort rein. Vielleicht war es gar nicht so dumm, den rausgelockt zu haben. Die Kameraführung macht's nicht einfach. Ich muss das Ding hier hinten öffnen. Das brauche ich nicht! Das ist bloß ein sinnloses Item! Oh, schnell weg hier, schnell weg hier. Und wo jetzt? Okay, hier kommen Bomben. Das war eine Sackgasse, wir sind hier falsch. Okay, okay, geht's hier weiter? Scheiße, wie kommen wir dort weiter? Ach, wir müssen doch hier runter. Okay. Okay, wir mussten quasi doch hier runter. Schön springen hier hoch, Amy. Jawohl. Was haben wir hier für einen Schalter? Ah, okay. Der dreht das Rad in die andere Richtung. Gut zu wissen. Dadurch kommen wir jetzt hier weiter. Und ich glaube, der Roboter ist erstmal nicht mehr hinter uns. Hey, können wir wieder ruhiger agieren jetzt. Was haben wir hier? 10 Ringe. Ich wollte schon sagen Rubine. Das wäre aber das falsche Spiel gewesen. Und hier können wir jetzt die 100 voll machen und ein Leben sammeln bei Amy. Jawohl. Können wir definitiv gebrauchen. Dim, 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 dim. Der Hebel ist hier irgendwo. Okay. Dann suchen wir doch mal nach dem Hebel. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schalter. Der dreht es wieder andersrum. Aber hier ist der Hebel nicht, ist er vielleicht auf der anderen Seite. Nicht abstürzen, Amy! Amy, Alter, du machst mich schwach! Okay, hier ist auch kein... Hier ist nur so ein Geschwindigkeitsboost und Unbesiegbarkeit. Ja, nehme ich natürlich auch gern mit. Aber wir müssen halt den Hebel finden oder auch nicht. Oder auch nicht. Vorsicht, nicht herunterfallen. Ja, guter Hinweis. Oh, fast hätte ich es aber trotzdem gemacht. Okay. Wir haben es quasi einmal gedreht. Alter, Amy! War Amy gerade so ein bisschen verbuggt? Das hat es mir fast hier... mich fast hier Kopf und Kragen gekostet. Ja, natürlich ist Zero hier wieder. Wäre auch zu langweilig gewesen. Lass mich in Ruhe! Wo muss ich hier weiter? Ich muss hier runter, okay. Und jetzt? Okay, hier dann wieder hoch, scheinbar. Baum.
Oh, neuer Checkpoint, neuer Checkpoint. Alter, warum hat mich das Vieh erwischt? Und hier? Vielleicht gibt mir der Fernseher einen Hinweis hier draußen. Monitorraum. Alle vier Blöcke in die richtige Position, damit Monitor funktioniert, okay? Alle vier Blöcke in die... Tja, ich hasse diesen Affen! Alle vier Blöcke... Ach so. 1. Also quasi so ein kleines Rätsel. Jetzt nicht sonderlich schwer. Schwerer wäre es allerdings, wenn jetzt Zero noch kommen würde. Nimm doch den Block! Alter, Amy. Also in Sachen Steuerung, Handling und alles und Hitbox besteht definitiv Verbesserungsbedarf bei dem Spiel, weil Amy will den Block nicht aufheben. Möchtest du ihn vielleicht von der Seite aufheben? Nein, auch nicht. Amy? Amy, heb ihn auf! Gott im Himmel, danke. Und jetzt? Ah ja, von dort kommt er. Lass mich in Ruhe. Das heißt, wir nehmen jetzt den Weg, um weiterzulaufen. Oh, hoffentlich ist bald das Ziel da. Der Roboter macht mich wahnsinnig. Nicht noch ein Checkpoint. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Fahren wir hoch, ja. Das ist eine Abkürzung. Gehe ich zumindest nicht da ernst. Mach den kaputt. Sammelt es ein! So, fürs Schreien. Aber Amy macht mich gerade wirklich wahnsinnig. Jawohl, jawohl, jawohl. Den roten eingezackt. Zack, schwupp, diwupp. Lass mich in Ruhe. Hier ist das Lilane. Okay, aber wo ist der Blaue? Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Lass mich in Ruhe und sammelt das Ding ein. Wo ist der Blaue? Was hat der gerade gemacht? Der hat gerade nicht den Lilan hier rausgeholt, oder? Hä? Wo ist das blaue Teil? Hä? Ach, hier! Okay. Hier ist das Blaue. Das heißt, den Blauen noch einsetzen? Amy, habe ich dir heute schon gesagt, dass ich hasse? Ach, sammeln doch einfach einen Mann! Ja, die Tür ist offen. Komm, jetzt lass mich bitte einfach nur noch ins Ziel kommen. Bitte! Das Level war lang genug, nervig genug. Da ist der Ballon. Na, ich habe kurz überlegt, ob ich die da alle in die Luft spreche. Wir schließen das Level ab. Boah, lecco mio. Also die Amy-Level, die sind, die triggern einen ordentlich. Wow. Kommt Amy jetzt auch eine Story aus der Vergangenheit? Okay. Also unsere Vergangenheitsfragmente, beziehungsweise unsere Wissensfragmente werden quasi weiter aufgefüllt. Amy landet jetzt also auch auf Angel Island in den Mystic Ruins bei der Pyramide. Und was wir hier mit Amy machen können, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich dafür, dass dabei war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, jetzt wackelt das auch nicht so sehr und ihr kriegt keinen Kollaps. Hoffe, es hat euch gefallen und dann schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein zu SonicAdventure.dx, wenn wir uns mit Amy hier die Pyramide anschauen, denn die scheint offen zu sein für Amy. Wird interessant.
bin ich gespannt, was mich dort erwartet. Also, bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.